Mila, ich bin Profi. Mach die Mülltonne auf. Ich treff alles. Amerika, Amerika. Luisa, ich hab was krass gekauft. Komm, glaubt ihr, wir kriegen das hin? Na klar. Meinst du kannst das? Ne, das ist doch was für kleine Kinder. Imani, meinst du schaffst das? Ah. Wer fängt an? Mila, kannst du das? Na klar. Oh no! Oh no! Okay, Mila kann das. Ich muss ehrlich sagen, hätte ich nicht gedacht. Luisa, schaffst du das? 100%. Luisa, blamier uns nicht. Sie ist 8 Jahre alt, sie kann das. Luisa, blamier uns nicht. Luisa. Warte. Luisa, du blamierst uns. Luisa. Lag sogar Imani, lacht dich aus. Luisa, mach dir keine Sorgen, ich mach das wieder gut, was du verkackt hast. Wie geht's? Gut. Alles klar? Gut, du? Guck mal, traurig und glücklich. Wir machen jetzt eine Challenge. Wir testen unsere Beziehung. Ich zähle immer bis 3 und nach 3 sagen wir beide eine Zahl. Und wenn wir die gleiche Zahl sagen, heißt es, wir führen eine sehr gute Beziehung. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 9. 1, 2, 3, 8. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 7. Was machen wir jetzt? Mach jetzt ein TikTok. Falls ihr euch fragt, wer die Kamera hält, Imani. Imani, sag mal Aywa. 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 Streckt die Hände. Fäuste machen. Daumen hoch. Schultern hoch. Den Po nach hinten. Chuchua, 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 wa, wa. Chuchua, 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 wa, wa. Hey, wa. Hallo. Wie geht's dir heute, Imani? Gut. Wir gehen jetzt für Imani neue Schuhe kaufen, denn Imani braucht neue Schuhe, okay? Okay. Let's go! Let's go! Imani, ich glaube, das ist unsere Straßenbahn. Sollen wir rennen? Ah. Oh, heute schwitzt Imani, heute schwitzt. Nein, oh, Imani, wir haben die Bahn nicht mehr bekommen. Die hält dort. Ach so, okay, danke, weiter da vorne. Wir haben die Bahn doch bekommen. Halt dich fest. Imani, das ist eine Bahn. Die Plätze. Streckt die Hände. Imani. 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 Imani, was ist das? Lada. Imani, wir sind jetzt angekommen. Okay. Komm, wir suchen jetzt zusammen Schuhe aus, okay? Okay. Welche Boots gefallen dir? Hi. Oh no! Die sind doch viel zu groß. Entschuldigung, ich habe mal eine Frage. Könnten wir mal die Schuhgröße von ihr messen? Suchen wir deine Schuhe aus. La Mama, da nicht weit. Kommst du morgen wieder? Ja. Das ist schön, da freue ich mich. Ich bin auch wieder da. Leute, Imani wollte nicht ihre Füße abmessen. Egal, Imani, wollen wir jetzt ein Eis essen gehen? Oh. Imani, guck mal. Ein Baum. Das ist ein richtig schöner Baum sogar. Imani, da ist ein Vogel. Ein Puppy. Nein, ein Vogel. Nein. Ein Puppy. Wir hätten gerne einmal... Okay, dann nehmen wir Erdbeeren. Ist das unser Eis? Ja. Vielen Dank. Wollen wir ein Erinnerungsfoto schießen? Eins, zwei. Wir gucken, jetzt kommt das Foto raus. Mal gucken, ob es funktioniert hat. Hey. Leute, ich gebe euch jetzt einen Tipp fürs Leben. Esst niemals Obst oder Gemüse, wenn ihr es nicht gewaschen habt. Ihr wisst nicht, was gerade passiert ist. Ich habe eine Himbeere gegessen und auf einmal kam eine Spinne aus meinem Mund. Jetzt haben wir sie eingesperrt. Imani, wollen wir die behalten? Nein, gut. Ey, warum will sie die immer umbringen? Luisa, die kann richtig springen. Ich sag dir, sie
ist gesprungen. Und du hast mir noch gesagt, übertreib mal nicht. Bestimmt eine Babyspinne. Das ist eine Riesenspinne. Ich meine, wie wollen wir die Spinne nennen? Kaki. Können wir die behalten? Niemals. Luisa, wir müssen sie behalten. Sie mag sie. Kaki. Kaki. Welches Tier ist Kaki? Minne. Diese Spinne ist keine Normalspinne. Guck mal, wie sie rennt. Ich sag auch, das ist irgendwas aus einem fremden Land. Die könnte giftig sein. Ich mein's ernst. Oh, Ursprung! Spanien! Diese Spinne kommt aus Spanien, Nadel. Die Spinne ist aus Spanien. Oh. Weißt du, wo Spanien ist? Oh. Wo? Da. Das ist nicht Spanien. Spanien ist weit weg. Kannst du was sagen auf Spanisch? Amine. Sag mal was auf Spanisch. Amine. Ay, Amine. Disco, Disco. Disco. Mataron un inocente, volando él se fue, mataron. Wo ist sie? Sie ist weg. Nein, sie ist nicht mehr im Glas. Hey, Coco. Ich meine, Coco war lange nicht mehr am Start. Wo war er? Bye. Jetzt ist er wieder da. Wollen wir einkaufen? Bravo. Imani, wir müssen erstmal bezahlen. Erstmal bezahlen und dann kannst du trinken, okay? Hast du Geld? Ja. Zeig. Ja. Wo ist Geld? Coco. Coco hat Geld? Ja. Coco soll bezahlen? Ja. Coco, hast du Geld? Coco sagt nein. Nein. Soll ich dir Geld geben? Ja. Sie hat 10 Euro bekommen, jetzt will sie noch mehr kaufen. Ich glaube auch. Sie will noch eine Orange kaufen. Oh no. Nein, lass einfach gehen. Was, lass einfach gehen? Denkst du, sie kommt nach? Das ist kein normales Kind. Wenn wir unseren Weg gehen, kommt sie nicht hinterher, sie geht ihren Weg. Okay, jetzt hat sie noch einen Apfel geholt. Was will sie mit 2 Kartoffeln? Nein, ich habe gehört, wenn das Kind aussucht, ist es das, was es braucht. Sie weiß schon, was sie macht. Ich will dich nicht unterbrechen, aber deine Tochter begeht gerade Diebstahl. Sie haut ab. Das ist der Sound der Polizei. Das ist der Sound der Beast. Jetzt haben wir bezahlt, jetzt darfst du trinken, okay? Setz dich hin. Wow. Lecker? Ich meine, ich mach mal so. Hey, was brauchst du? Boot. Boot? Okay, Imani braucht ein Boot. Ihre Schuhe sind jetzt zu klein und ich weiß nicht, ob du es gestern mitbekommen hast. Imani wollte ihr Fuß nicht abmessen lassen. Ach so, also weißt du nicht, welche Schuhgröße sie hat? Richtig. Okay, dann gehen wir jetzt die richtigen Schuhe kaufen. Okay, Imani. Warum will sie das nicht machen? Ich weiß nicht. Welche Schuhgröße hast du? Imani hat neue Schuhe. Imani, zeig mal deinen Schuh. Luisa, der ist eindeutig zu groß. Imani, Imani, Imani. Luisa, die läuft nicht rund. Ist der zu groß? Oh. Amerika, Amerika. Wir gehen zum Bauernhof. Ja! Was für ja? Was für ja? Jede Woche sind wir bei irgendwelchen Tieren. Ich überlege schon ein Haustier zu holen. Kein Hund, sondern ein Schaf einfach. Oder ein Esel. Wir legen einen Esel einfach auf den Balkon. Was hältst du davon? Keine gute Idee. Hallo. Hallo. Was ist das für ein Tier? Ein Schwein. Ein Schwein. Imani, du musst verstehen, Schwein ist so eine Sache bei uns, weißt du? Hadachazir. Was habe ich dir über Schweinessen beigebracht? Haram. Genau, Haram. Imani, ein Huhn. Imani, wie macht ein Huhn? Buck, buck. Aiwa. Eine Katze. Wie macht die Katze? Miau. Genau, miau. Hey, was ist los mit dem? Was schreit er so? Hey. Hey. Schreit er uns gerade an? Ich glaube, er will Stress mit uns. Verfetz dich. Guck, er ist ruhig direkt. Die haben direkt Respekt vor uns. Jelle, Imani, jetzt du? Wow, Imani, guck mal, da ist ein Esel. Was hältst du die Kamera auf mich? Wie macht der Esel? Oh, no. Ein Schaf. Nee. Luisa ist sehr warm. Hast du Lust auf ein Eis? Na klar. Lecker?
heiß. Imani, Eis ist kalt, Eis ist nicht heiß. Eis? Imani, Eis ist kalt, nicht heiß. Jetzt füttern wir. Imani, aufpassen, das ist Kacke. Das ist Kacke. Sie tritt die ganze Zeit in Kacke rein. Nelda, du bist auf Kacke getreten. Nana. Nana heißt bei Imani essen. Nein, sie küsst ihn einfach, Luisa, das sind Bakterien. Wenn sie nicht gestorben sind, leben sie noch heute. Seid ihr eingeschlafen?